Wien wächst und wächst und wächst und wächst. Laut Statistik Austria wird Österreichs Hauptstadt in den nächsten Jahren die 2-Millionen-Marke erreichen. Und damit wird der urbane Lebensraum voller, dichter und enger. Hätte Wien eine eigene Stimme, dann würde die Stadt vielleicht mahnen: Wenn ihr wüsstet, was in mir für Möglichkeiten stecken, ihr müsst mich nur besser nutzen. Wie kann man den Lebensraum Stadt besser nutzen und welche einfallsreichen Möglichkeiten gibt es dafür? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Jutta Kledorfer von der Stadt Wien MA 18 seit 20 Jahren. Wie machen wir das am besten? Wie kommt was Gutes raus, obwohl es vielleicht ein bisschen schwierig ist? Die Verwaltung kann das noch nicht. Die Juristen können das vielleicht noch nicht. Den richtigen Vertrag dafür gibt es noch nicht. Da müssen wir dort suchen gehen. Geht es nach der Projektkoordinatorin für Mehrfachnutzung, müssen wir umdenken und eingefahrene Denkmuster vergessen. Eine Straße zum Beispiel ist nicht nur für Autos da, sie kann auch als Spielwiese für Kinder dienen. So wie die Servitengasse am Alsergrund. Von Juni bis September entsteht hier einmal pro Woche die Spielstraße auf Zeit, wie in vielen anderen Bezirken Wiens auch. Ein Experimentierfeld für nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten, das ist die Nordbahnhalle im Leopoldstädter Nordbahnviertel. Hier läuft die Ausstellung Wien wird wow und hier treffen sich Leute, die ihren Lebensraum mitgestalten wollen. Es ist ein einmaliger Ort, ja, es ist, sowas gibt es in Wien ansonsten nicht. Dort, wo Stadtentwicklung und Naturschutz auch so aufeinandertreffen. Es gibt einen super Innenhof, es gibt einen guten Café. Es gibt Heugenbänke, wo man sich hinsetzen kann, auch ohne Konsumzwang. Das heißt, man kann sich auch die Sachen von daheim mitnehmen. Man kann sich zum Coworken hinsetzen, man hat ein WLAN da. Also wird gut angenommen. Ja, die Leute freuen sich schon auf mehr. Wenn man Orte neu denkt, können sie für Menschen noch wertvoller werden. Wie dieser Genossenschaftsbau gleich ums Eck. Trotz wilder Tiere sucht man Zäune vergeblich. Und so kommt man zu einem System verbindender Freiräume, die sogar ein Kind alleine nutzen kann. Ja, hier sind wir in einem von diesen neuen Stadtquartieren. Also ich steige aus dem Haus, ich gehe ein Schweinchen streicheln oder ich gehe ein bisschen was spielen. Ich habe noch keinen Zaun dazwischen gehabt und ich gehe dann weiter und gehe vielleicht einkaufen oder ich gehe einfach auf die Straße, die eh sehr breite Gehsteige hat und gehe dann in den öffentlichen Park und habe nicht eine einzige Barriere dazwischen gehabt. Barrierefrei gelangt man in Wiens größte neu errichtete Parkanlage, Baujahr 2008. Der Rudolf-Bethner-Park gleicht einer Auenlandschaft. Zum Beispiel die Wasserbecken, wo dann Schilf drin wächst und wo die Kinder jetzt gerade im Moment wieder am Motzfreude haben, diese ganzen Kaulquappen rausfischen und dann wieder reinwerfen und so. Gleich neben dem Park steht der Bildungscampus Gertrude Fröhlich-Sandner. Seine Sportanlage dürfen bald alle mitbenutzen. Es war immer gedacht, dass der Campus mit dem großen Ballkäfig für die Schule diesen außerhalb der Schulzeiten der Anrainerbevölkerung zur Verfügung stellt. Das Konzept heißt Mehrfachnutzung. Die Philosophie dahinter, vorhandene Angebote sollen so vielen wie möglich, so lange wie möglich zugänglich sein. Mehrfachnutzung ist der Versuch, mehr herauszuholen aus knapper werdenden Ressourcen. Durch mehrfache Auslastung kann Geld gespart und Raum geschaffen werden. Hier war einmal ein Schulsportplatz hinter Zäunen und Toren, die oft geknackt wurden. Jetzt ist der Actin-Park die große Freizeitinfrastruktur der Siedlung Hirschstetten und wird auch von der Schule genutzt. Wir sind fast jeden Tag da, ja. Meine Kinder sind hauptsächlich auf der Halfpipe, auch er. Die sind sehr glücklich darüber.
Damit der Actin Park 2002 öffnen konnte, mussten Stadtpolitik und Verwaltung umdenken und nach kreativen Lösungen suchen, gemeinsam mit Jugendzentrum und allen Betroffenen. Wir haben gelernt, dass man ganz viele Menschen beteiligen muss, weil dadurch ganz viele Ideen zusammenkommen. Die Schule war ganz stark einbezogen und einfach die Bevölkerung, die hier in den Plattenbauten wohnten, waren auch mit einbezogen. Der neue Bezirksvorsteher ist mit an Bord und will das Konzept Mehrfachnutzung in der gesamten Donaustadt umsetzen. Ich will alle Flächen, die für Kinder verwendet werden können, zum Spielen, zum Sportverein aufmachen. Alle Schulen aufmachen, alle Kindergärten aufmachen. Wir sind dabei. Wir überprüfen bereits, wo es machbar ist. Wir werden das machen. Und dann gibt es in Wien auch Orte, die zeitweilig leer stehen und genützt werden könnten. Ein sanierungsbedürftiges Haus oder ein Grundstück, das noch auf eine Baubewilligung wartet. Zwischenzeitlich genutzt kann es zur Spielwiese für Kreative werden und zum Ort der Begegnung. So wie diese Grünfläche zwischen Simmering und Landstraße oder das Trust 111 in der Schönbrunner Straße. Bei solchen Projekten spricht man von Zwischennutzung. Den Eigentümern können so manchmal die Betriebskosten gedeckt werden. Es war die Überlegung, das Haus zuzusperren, die Betriebskosten zurückzufahren. Und dann haben wir uns halt doch dafür entschieden, zu dieser Variante. Und Kreative kommen zu günstigen Ateliers. Das Gelände der Trabrennanlage Kriau im Zweiten. Hier geschieht Zwischennutzung zu kreativen Testzwecken. Die Frage lautet, wie können denkmalgeschützte Stallungen optimal genutzt werden? Das Projekt heißt Kriau und wird betreut von der Zwischennutzungsagentur Nest. Die will hier neben der Kunst auch das Handwerk fördern. Das gefällt Dietmar Wiegand, TU-Professor für Immobilienprojektentwicklung. Hochspannend für Wien. Dann haben wir hier in ganz zentraler Lage eine kleine Brauerei, eine Schreinerei und zahllose andere Handwerksbetriebe. Und das ist sicher bereichernd einfach auch für die Stadt. Immobilieneigentümer begreifen immer häufiger, dass Zwischennutzung nicht nur den Nutzerinnen hilft, sondern auch ihnen selbst. Sie kann ein erster Schritt sein zu einem neuen Image des Standorts. So auch am Stadtrand in Essling. Hier im 22. will ein Projekt den Ortskern neu beleben. Wir sitzen jetzt hier im Tresor von Essling. Tresor steht für Treffpunkt Essling, offener Raum. Und das war früher eine Bank Austria-Filiale. Es ist eine ehemalige Bankfiliale, die wir für zweieinhalb Jahre zur Verfügung gestellt bekommen haben als Zwischennutzungsprojekt. Kurse, Kaffee und Kinderbetreuung, kommerziell bis gratis. Hier soll Esslingern bewusst werden, dass jeder seine Stadt selbstverantwortlich mitgestalten kann. In 2 Jahren müssen wir das Ganze aufgeben. Und unsere Vision ist, dass wir dann den Tresor öffnen. Er wird geöffnet und das kreative Kapital entfleucht. Und wir müssen jetzt im Stadtteil nachhaltig Strukturen finden und jetzt schon definieren und vorbereiten, wo eben nachhaltig diese Dinge, die hier entstehen, untergebracht werden können. Wo zwischenzeitlich und mehrfach genutzt wird, kann es mitunter laut werden. Und wenn es lärmt, regen sich die Anrainer auf. Für die Nachbarn und Nachbarinnen eine ordentliche Herausforderung, weil dann ist, wenn etwas richtig cool ist, dann ist es cool, dann sind alle immer da und dann hört man das auch. Und Basketball ist auch nicht ohne Dusch, Dusch, Dusch. Ja? Eine Lösung dafür sind Orte, an die viele gar nicht denken. Vergessene Randorte, beispielsweise unter Autobahnabfahrten und U-Bahn-Trassen. Erstens sind sie nicht so lärmempfindlich, zweitens braucht kein anderer, die sind nicht sofort in einer Nutzung festgelegt worden, wie zum Beispiel unter der U-Bahn U2 Stadlau. Jetzt skaten und sprayen Jugendliche hier. Immer beliebter werden auch Orte dazwischen, an denen es ohnehin so laut ist, dass Lärm keinen mehr stört. Und so ist zum Beispiel sind diese Gürtelfreiflächen auch zustande gekommen. Vom Wienteil bis hinauf zur Eichenstraße ungefähr. Da gibt es doch eine ganze Menge. Da gibt es Basketball, Beachvolleyball, Fußball, Hundezone, Sitzgelegenheit, kleine Bäckereifiliale. Auf die Idee kommt kein Planer, keine Planerin.
auch nicht ein Politiker und eine Politikerin, dass man sagt, wir schicken die, die im kleinen Park zu sehr stören, die schicken wir auf die Mittelstreifen des überbreiten Gürtels. Immerhin die vielbefahrenste Straße Österreichs. Ja? Laut Experten gibt es in Wien noch ungeahnte Möglichkeiten, wie man die Stadt nutzen kann. Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, haben ergeben, dass die Mehrzahl der Immobilien 90% ihrer Lebenszeit völlig ungenutzt sind. Ja? Denken wir an Klassenzimmer in Schulen, die sind über 90% der Zeit ohne Nutzung. Wenn es uns gelingt, ein Gebäude über die Zeit nacheinander intensiver zu nutzen, können wir Gebäude einsparen, brauchen wir weniger Straße, weniger Kanal und so weiter. Also das ist, deswegen können Städte, wenn Mehrfachnutzung sich massenhaft durchsetzt, kompakter werden. Ja, wir sprechen dann von Smart Occupancy heute, also von der intelligenten Organisation der Nutzung gebauter Umwelt, neudeutsch Smart Occupancy. Bei vielen Projekten kreativer Nutzung in Wien sieht sich Jutta Kledorf als Vermittlerin. Auch wenn sie im Herzen immer eine Vermittlerin bleiben wird, geht sie im Frühsommer 2018 in Pension. Sie wünscht sich jedoch, dass im Sinne einer lebenswerten Stadt in Zukunft jede und jeder Einzelne selbst aktiv wird und Ausschau hält nach spannenden Nutzungsmöglichkeiten. Ob im beruflichen oder privaten Umfeld, denn Mehrfach- und Zwischennutzung ist kein Beruf, sondern eine Einstellung, eine Herangehensweise. Ich hoffe, dass jeder etwas findet, wo er mitmachen möchte, wo er an Stadt selber gestalten mitmachen möchte und einen Blick entwickelt für Raumpotenziale, ein Verhandlungsgeschick entwickelt, um jemanden zu bitten, borg mir temporär Zwischennutzung oder jeden Nachmittag oder so, weil ich würde gern in eurem Raum, den ihr am Abend nicht braucht, Yoga, Pilates oder sonst was. Es darf ja auch ganz was Seriöses sein. Ja? Das hoffe ich, dass wir uns stadtteilen können. Und dann darf Wien weiterhin wachsen und wachsen, vielfältig und bunt, mehrfach genutzt. Hello!